Wir haben gewonnen, beziehungsweise wir haben einen Etappensieg erreicht. Der Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation, er wurde gestern vorläufig beerdigt. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist hier wirklich eine kleine Sensation, was gestern passiert ist. Die 194 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation haben ihre Arbeiten am neuen Pandemievertrag ad acta gelegt. Man stellt die Arbeit vorläufig ein. Es ist zu keinem Konsensergebnis gekommen. Es wird keine Abstimmung in Genf geben diesen Monat oder nächsten Monat. Das ganze Projekt ist jetzt erst einmal gescheitert. Und das ist wirklich phänomenal, denn sie haben alles versucht, wirklich alles versucht, dieses Projekt hier noch vor der Europawahl eigentlich durchzudrücken, weltweit durchzudrücken. Und sie sind jetzt gescheitert an den Mitgliedstaaten selbst, die es nicht geschafft haben, hier eine Einigung zu erzielen. Und die spannende Frage ist, wie geht es eigentlich weiter? Aber eines noch vorweg, die IGV, die internationalen Gesundheitsvorschriften, also auf so eine Änderung hat man sich geeinigt. Die folgt jetzt in der nächsten Zukunft. Das schaue ich mir im Detail dann nochmal an. Es gibt bereits IGV, also internationale Gesundheitsvorschriften, schon seit 2005 in Deutschland. Man hat diese jetzt leicht geändert und angepasst. Allerdings geht es da um weit weniger weitreichende Maßnahmen, als es eigentlich im Pandemievertrag vorgesehen war. Es gab hier zahlreiche Kritiker dieses Pandemievertrages und die Kritiker, sie haben jetzt erstmal den Etappensieg für sich entschieden. Der Pandemievertrag, er kommt nicht, er kommt vor allem nicht zeitnah, aber der Chef der WHO, er hat schon angekündigt, nicht locker lassen, bis wir es irgendwann geschafft haben. Also, man plant direkt den zweiten Anlauf für diesen Pandemievertrag. Allerdings wird es längere Zeit dauern. Jetzt gibt es hier schon Stimmen, auch von unserem Bundesgesundheitsminister, der hier das Ganze weniger dramatisch sieht. Aber am interessantesten war eigentlich, dass selbst die Pharmabranche, also die Lobbyisten schlechthin, hier mit dem Pandemievertrag nicht einverstanden waren. Es ging hier um festgelegte Medikamentenpreise für ärmere Länder. Und die sollten zwangsweise zur Verfügung gestellt werden. Da hat eine der mächtigsten Lobbys dieser Welt wohl eingegriffen und hat gesagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich bin gespannt, was jetzt in naher Zukunft noch für Details zu diesen Verhandlungen herauskommen. Selbst die deutsche Bundesregierung hat sich ja in vielen kleinen Anfragen und schriftlichen Fragen immer um konkrete Antworten drumherum gedrückt, darauf verwiesen, dass alles öffentlich im Internet ist und man doch alles nachlesen kann. Karl Lauterbach sagt hier, Zitat, viele Punkte, auf die man jetzt aufbauen kann. Also, man hat etwas verhandelt, 2 Jahre lang, öffentlich, wie Sie sagen, und jetzt, nach 2 Jahren, kommt man zu keinem Ergebnis, aber unser Gesundheitsminister sagt, viele Punkte, auf die man jetzt bauen kann. Mich immer, sind das Punkte, auf die wir alleine bauen sollen, oder sind das Punkte, wo wir einen Konsens erreichen mit noch mehreren? Ich bin am Ende jetzt wirklich gespannt auf die einzelnen Passagen dieses Pandemievertrages oder den Aussagen der Mitgliedsländer, an was es jetzt am Ende dann gescheitert ist. Kurz vor Schluss, wenige Tage vor Ende dieser Verhandlungen, wirft man jetzt das Handtuch, beziehungsweise man wirft die Flinte ins Korn, sprichwörtlich. Man sagt jetzt einfach, wir lassen das und das finde ich äußerst, äußerst spannend, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja inzwischen mit der Vogelgrippe den Leuten schon wieder etwas Angst gemacht wird, dass hier die nächste Pandemie kommt. Und die nächste Pandemie, sie kommt sicher. Ich glaube allerdings weniger an eine Vogelgrippenpandemie, wenn dann eher Richtung Milzbrand oder sowas. Also was interessant ist. Hier ist nochmal das Zitat von Herrn Lauterbach von X. Aus den bisherigen Verhandlungen haben sich viele Punkte ergeben, auf die man jetzt aufbauen kann. Zitat weiter, die Vernunft wird siegen, genau wie beim Klimaschutz, aber es dauert. Es geht hier also um Vernunft, die siegen soll. Es geht eben nicht um die Wissenschaft, es geht eben nicht um fundamentale Daten. Das haben die RKI-Files deutlich gezeigt, dass es in unserem Land überhaupt nicht um Daten geht. Es geht hier lediglich darum, teile und herrsche. Das Prinzip, was anscheinend überall auf der Welt gleich ist, was gleichermaßen gilt, was alle Leute auch verinnerlicht haben. Teile und herrsche, also spaltet ein Volk und biete ihnen irgendeine verkappte Lösung an. Das ist die Politik, die man hier macht. Ich bin auch mal gespannt, ob der aktuelle WHO-Chef
noch eine weitere Amtszeit bekommt oder ob man ihn denn hier ersetzen möchte. Am Ende ersetzt man den WHO-Chef mit Frau von der Leyen, wenn sie in der EU nichts mehr geworden ist. Und ihr seht, ich habe meinen Humor nicht verloren, aber wir wissen ja, es geht bekanntlich immer noch eine Nummer schlimmer. Bei der WHO ist es aber ja meistens so, dass zumindest ein Arzt der Vorsitzende sein soll. Allerdings ist das beim Robert-Koch-Institut ja auch nur ein Tierarzt in Deutschland zum Beispiel. Das soll jetzt nicht abwertend sein gegen Herrn Wieler, der hat mit Sicherheit seine Qualifikation, aber eben nicht da, wo man sie vermutlich braucht, wenn man hier in so einem Institut arbeitet. Ich bin allerdings gespannt auf deine Meinung. Ihr wisst ja sicherlich, die Niederländer, sie haben einen Ablehnungsantrag in ihrem Parlament behandelt zu diesem Pandemievertrag. In Japan sind die Leute offen auf die Straße gegangen zum Demonstrieren und ich bin mir sicher, ich habe heute auch wieder einen Hinweis unter meinem Video, ich solle hier keinen Quatsch erzählen. Dabei ist das lediglich eine Pressemitteilung, die ich euch unbedingt zeigen wollte, denn das ist Grund zum Feiern. Wir haben Wochenende, trinkt ein Glas auf die Entscheidung, esst was Schönes auf die Entscheidung, macht euch einfach eine schöne Zeit und denkt daran, Sie haben 2 Jahre Arbeit jetzt einfach mal ad acta gelegt, vernichtet nicht, aber es ist für die Katz gewesen. Sie haben ihr Ziel verfehlt und damit haben wir unser oberstes Ziel erreicht. Der Pandemievertrag, er kommt nicht jetzt, er kommt nicht so, er kommt vielleicht in Zukunft und er kommt vielleicht anders, das mag natürlich sein, aber das primäre Ziel wurde erstmal erreicht hier. Kurz vor den Wahlen zum Europäischen Parlament und der Europameisterschaft in Deutschland, diesen Schwachsinn hier zu unterbinden und die Große Koalition, ja, die Große Koalition sage ich schon, die Ampel kann sich hier wirklich freuen, dass man dieses Thema jetzt wirklich abgeräumt hat nochmal vorher, denn selbst die Union hatte letztens einen Antrag im Bundestag, wo es darum ging, dass man den Verschwörungstheorien hier entgegenstehen soll, was das Thema Pandemievertrag angeht. Und da muss man mal sagen, Leute, das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, sondern hier wird ein zwischenstaatlicher Vertrag ausgearbeitet, der WHO irgendwelche Rechte einräumen soll. Das müssen keine Souveränitätsrechte sein, das können auch andere Rechte sein. Und das Ganze wird gemacht, ohne es den Leuten klipp und klar zu sagen. Irgendwann kommt dann jemand vor die Presse und sagt, hier ist das Vertragswerk und hier Deutschland, Bundestag, stimmt mal bitte darüber ab. Dann ist das Ganze erledigt und man erzählt den Leuten, ja, hallo, wir haben jetzt hier das und das gemacht. Aber der ganze Weg zu diesem Prozess, wie man da hinkommt, das ist ja auch eine Arbeit für sich. Wie man hier versucht, schon mit 194 Mitgliedstaaten einen Kompromisstext zu finden, der dann quasi von den Parlamenten noch abgesegnet werden muss und sie können sich nicht mal auf einen Kompromiss einigen. Das macht mir Mut, das macht mir Hoffnung, dass auch so manche andere Sachen in Zukunft hier nicht einstimmig entschieden werden können, beziehungsweise dass man dann auch mal Verhandlungen platzen lässt, wenn einem der Inhalt und das Ergebnis absolut zuwiderlaufen. Denn verhandeln um jeden Preis ist keine Politik. Das macht die FDP in Deutschland. Wir sehen die Quittung davon. Der Wähler straft sie ab. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du die Sache mit der WHO? Bleib bitte sachlich und nicht beleidigend. Damit bis bald.